Es gibt eine Schwester, sie hat sich von ihrem Mann getrennt, sie hat 4 Kinder und sie braucht Unterstützung bei den Ämtern. Sie hat mich darum gebeten, dass ich ihr helfe. Ist es im Islam erlaubt, ohne Mahram ihr zu helfen? Man muss erstmal schauen, ob es hier überhaupt eine Notwendigkeit gibt. Wenn es eine Notwendigkeit gibt, nicht alleine mit der Frau sein. Ja, dass man nicht in Chalwa mit der Frau ist und dass man beispielsweise einen Bruder mitnimmt oder zum Beispiel, dass man seine Frau mitschickt, aber auf gar keinen Fall mit einer Frau alleine sein. Bruder, ich will euch hier etwas sagen, das gilt für Brüder und für Schwestern. Leute, wenn man dem Satan in solchen Sachen den kleinen Finger gibt, da ist man schneller weg, als man gucken kann. Wirklich. Ja? Weil der Satan, der ist sowas von, und es kommt immer mit diesem Helfen, 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 Schwester helfen, Bruder helfen und so weiter und so fort. Achi, ich hab eine Handynummer und letztens ruft eine Schwester an. Ich habe dir die Nummer nicht gegeben. Ihr hat irgendjemand diese Nummer gegeben. Ja? Und ich habe zu ihr sofort gesagt, guck mal, du hast Fragen, ich beantworte keine Fragen am Telefon und ich rede nicht mit Schwestern am Telefon, alleine, die ich jetzt nicht kenne. Ja? Ich rede zum Beispiel momentan mit der Frau von Abu Adam und meine Frau ist immer daneben. Warum? Weil wir früher öfters solche Sachen etwas lockerer genommen haben. Das ist einfach zu gefährlich. Zu gefährlich. Alleine, selbst wenn du nichts machst, irgendjemand labert danach irgendeinen Schrott über dich rum. Ja, der hat das gemacht, der hat dies gemacht und so weiter. Deswegen gebt dem Satan nicht die Chancen. Auch immer dieses ganze Helfen, Helfen, Helfen. Es kommt immer über Helfen. Und ich will keiner Frau etwas vorwerfen. Ich will auch dieser Frau nichts vorwerfen. Auf gar keinen Fall. Ich kenne diese Frau nicht. Aber ich weiß ganz genau, dass oft so gekommen wird. Helfen, 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 helfen. Und dann ist man irgendwann auf die Schnauze gefallen. Das auf gut Deutsch. Deswegen, Leute, macht diese Tür zu. Diese ganze Schätterei und diesen ganzen Kram, der macht einen nur irre. Wenn du heiraten willst, suche auf vernünftigen, legalen Weg irgendjemanden und nicht über diese Schätterei. Wir haben so oft gesehen, dass Leute geheiratet haben. Ich rede aus Erfahrung. Wir haben so oft gesehen, dass Leute sich so kennengelernt haben und im Endeffekt gab es fast jedes Mal nur Stress. Guck mal, hier sind so viele Brüder heute. Hier, guck mal, Alhamdulillah, das ist auch eine Möglichkeit. Frag doch mal rum, red doch mal mit den Brüdern. Sag doch mal einfach, du willst heiraten. Vielleicht hat ein Bruder hier eine Schwester oder was auch immer und vielleicht passt das zusammen. Ja? So sollte man gucken. Das sage ich auch, wenn ihr eine Schwester habt, die in einem heiratsfähigen Alter ist. Guck mal. Das sage ich euch ganz ehrlich. Ihr habt eine Schwester in einem heiratsfähigen Alter beispielsweise. Sucht mal für eure Schwester. Wenn ihr einen Bruder kennt, der vernünftig ist, ja, Umar ibn Khattab ist mit seiner Tochter Hafsa zu Abu Bakr und zu Uthman gegangen. Ja, und hat sie angeboten. Das ist nichts Verwerfliches. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir hier in Deutschland leben, muss man sich gegenseitig helfen. Da muss man sich gegenseitig helfen. Deswegen, wenn ihr eine Schwester habt, ihr solltet immer mit ihr kommunizieren und dann solltet ihr auch mal einen vernünftigen Mann suchen. Wenn ihr also einen Bruder kennt und ihr kennt den Bruder bestimmt besser, als deine Schwester jemals einen Mann kennenlernen kann. So. Deswegen sollte man da einfach mal gucken. Wie gesagt, wenn man einer Schwester helfen will, dann auf jeden Fall auf die Art und Weise, dass man niemals in Chalwa mit ihr ist, nicht alleine mit ihr redet, sondern dass immer jemand dabei ist. Denn der Prophet ﷺ hat gesagt, wenn ein Mann und eine Frau alleine sind, dann ist der Satan der Dritte. Jetzt könnte jemand sagen, ja, aber hier ist ja ein Telefonat, da ist man ja nicht wirklich alleine. Die Erfahrung, wie gesagt, Gelehrte wie Sheikh bin Baz und so weiter sehen das auch als eine Form von Chalwa. Natürlich nicht so schlimm, als wenn man in einem Raum alleine ist. Und die Erfahrung zeigt, dass solche Sachen sehr, sehr oft zur Katastrophe führen. سبيل الدموع سبيل